Öffnen wir einfach die Tür und gehen wieder rein. Soweit, so gut. Wir können also jetzt tiefer ins Badehaus eindringen. Wenn wir von herausgekrochen sind, machen wir die Tür auf. Und am besten schließen wir sie auch wieder gleich und stellen uns hier an die Ecke, damit uns dieser Zivilist nicht sieht. Geht relativ nah an der Wand lang, weil hier gleich die Oberlichter sich öffnen müssten. Genau. Hier ein wunderschönes Beispiel der Grafik. Man hat hier einen Spiegel. Ihr solltet möglichst die Lampe deaktivieren, damit ihr nicht gesehen werdet. Und ein weiterer Einsatz des Messers kommt auf euch zu. Jetzt. Hinten direkt vorm Telefon. Ist dieser Scheinwerfer. Zum Glück stehen wir hier so schön im Schatten, dass uns keiner der Wächter sehen dürfte. Da die Wächter hier sowieso blind sind, könnt ihr euch eigentlich so gut wie frei bewegen. Die zweite Leitung, die ihr anzapfen müsst. Und wir sind wieder einen Raum weiter. Hier gibt es direkt neben der Tür ein tolles Licht, das uns tierisch die Mission versauen kann. Aber so sieht uns zum Glück keiner. Das war natürlich jetzt grandios gemacht. Die Wache kommt jetzt hierher. Dafür eignet sich mal der Spagatsprung. Wird viel zu selten gesehen. Da haben wir ein Glück, dass er es nicht gesehen hat.
Na, dieses scheiß Scharfschützengewehr wollte ich jetzt eigentlich schon deaktiviert haben. Wir brauchen ein bisschen mehr Tarnung. Die hätten wir jetzt. Keiner sieht mehr was. Am allerwenigsten wir selber. Was natürlich total genial ist. Und wir haben es bis in das Innere des Badehauses geschafft. Riesig. Die dritte Leitung, die wir anzapfen müssen. Das war die letzte Leitung. Ich soll dir von Cohen Danke sagen. Sag dir, es war mir ein Vergnügen. Der Soldat, der gerade gegangen ist, kommt natürlich auch so schnell zurück. Da haben wir nämlich stehen. Tu doch nicht so, als hättest du mich gehört. Bleibt immer schön im Dunkeln. Jetzt sind wir schon fast beim Treffen. Das wir bespitzeln sollten. Und da liegt ein Laptop für uns. Da sehen wir schon einen der Wächter mit dem Nachtsichtgerät. Ich kriech schon mal zurück, wir müssen sowieso wieder zurück.